Moin ihr Lieben, David hier von Musikproduktiv und ich zeige euch heute mal den brandneuen BE Mini von Freedman. Alright, heute mit einer wirklich mal absolut brandheißen Geschichte, mit der, glaube ich, die wenigsten Leute gerechnet hätten. Und zwar der Mini-Variante unseres guten alten Brown Eyes von Freedman. Wirklich super putzig geworden, das kleine Ding. Ich habe eben schon gesagt, wiegt ungefähr so viel wie ein Meerschweinchen. Also es ist wirklich, ich kann mal kurz einmal anheben hier, eine super, super leichte Kiste, die ich heute dann mit euch zusammen mir mal näher anschauen möchte. Genau, was Dave im Prinzip so als Ziel gehabt hat, war natürlich den Sound, zumindest in den Grundzügen, den man vom Brown Eye gewohnt ist, ne, so diese Hot-Rodded 80s Marshall-Kante, so roundabout, in dieses kleine Gehäuse hier zu transportieren und auch, sage ich mal, eben der Technik anzupassen, mit dem der Verstärker hier umgesetzt wurde. Ne, weil allgemein, ihr werdet das wahrscheinlich jetzt schon der Überschrift des Videos entnommen haben, durfte ich den guten Mann vor 2 Tagen online interviewen, den Dave Freedman. Das bedeutet, da gibt es dann noch ein paar Infos vom Man himself im Laufe des Videos später für euch zu hören. Genau, aber wir springen jetzt vorab erstmal rein, weil hier haben wir jetzt entsprechend eine Transistorbasis für den Verstärker. Ja, also im Kern oder im Ursprung, sage ich mal, wurde irgendwann mal das BEOD, also das Brown Eye Overdrive Pedal, als Ursprung, als Anlass genommen, um, sage ich mal, den Grundsound vielleicht so in der Vorstufe des Verstärkers zu entwickeln, weil endstufentechnisch wird das Ganze hier über eine Class D Endstufe verstärkt. Genau, also wirklich schön leichte, schön kleine Bauteile, die dann aber in Summe doch einen echt ziemlich amtlichen Sound ermöglichen, also muss man wirklich sagen. Okay, insgesamt hat der Amp ca. 30 Watt, eben auf genannter Transistorbasis, also Solid State, keine Röhren, gar nichts, ne? Umso erschreckender im positiven Sinne, wie gut das klingt. Von den Controls ist das eigentlich auch weitestgehend wie gewohnt. Wir frühstücken das mal ab von links nach rechts. Wir haben unser Volume, logisch, für die Lautstärke. Wir haben eine Dreiband-Klangregelung mit besseren Mittenhöhen. Wir haben hier noch einen Presence-Regler, das greift dann so in den höheren Höhen, also Upper Highs, könnte man sagen. Mehr so auf der Endstufe quasi. Wir haben einen Cut-Regler, der greift beim Gain, also es ist ein Gain-Cut, womit ihr im Prinzip den Grund-Gain-Bereich des Verstärkers nochmal justieren könnt. Also wie stark der vom Grundsound her zerren soll, einfach ausgedrückt, als dass ihr das dann eurem Stil, den Gitarren, der ja, Musik, die ihr gerade spielen wollt, anpassen könnt. Das funktioniert schon mal sehr gut. Ebenfalls ganz rechts nochmal so zur Feinjustierung ist hier der Tight Switch. Der greift dann wiederum eher beim Low End des Verstärkers, also nimmt Einfluss auf die Bässe, ne, wie die so ansprechen, ob die straffer sein sollen oder eher so ein bisschen looser, ein bisschen flappriger vielleicht. Das ist hier auch nochmal einzustellen und auch entsprechend in Kombination mit dem Cut eine Geschichte, die doch recht viele Möglichkeiten ermöglicht. Genau. Okay, rückseitig muss man sagen, blende ich vielleicht gleich nochmal ein, hat der Verstärker, was auch nochmal für die Preisklasse nicht selbstverständlich ist, einen schönen Effektloop mit an Bord, der auch soweit sehr gut klingt, ziemlich transparent. Sprich, wenn ihr jetzt irgendwie Delay, Modulation, Raum habt, was ihr gerne mal eben nicht vor dem Amp platzieren, sondern lieber einschleifen möchte, das ist ja auch kein Problem. Und ihr habt nicht nur ein, sondern gleich 2 Boxenanschlüsse. Das heißt, theoretisch könnte man auch jetzt, keine Ahnung, 2 1x12er anschließen oder so. Wer es braucht, keine Ahnung. Ist es auf jeden Fall möglich. Ansonsten haben wir noch ein Netzteil beiliegen. Ich zeige euch das mal kurz. So ein kleines Gerät hier, 24 Volt, 2 Ampere, das liegt bei. Na. Ups, verstauen wir das mal wieder. Genau, und das ist eigentlich schon so der gesamte Lieferumfang unseres kleinen Brown Eyes. Bevor wir reinspringen, ich habe hier mir mal schön passend rausgesucht, so eine Freedman S, ein S-Modell. Ne? Also sollte eigentlich einem ins Gesicht springen, was hier
das S bedeuten soll. So eine Classic S, glaube ich. Spielt sich tierisch, klingt super. Sieht auch gar nicht so verkehrt aus. Das ist hier so ein Vintage White Over Three-Tone Sunburst. Also ursprünglich eigentlich mal Dreiton Sunburst lackiert, dann kommt hier das Weiß drüber. Sehr schön geaged, wie ich finde. Geschmackvoll gehalten, auch der Hals. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann, aber hier oben ist halt noch ein bisschen mehr so Klarlack drauf und hier entsprechend, hier kann man es ein bisschen sehen oben, jetzt dann doch deutlich dünner und man hat wirklich ein schönes Holzgefühl in der Hand. Das ist schon sehr cool. Ne? Auch Werkseite hier gar keine Backplate drauf fürs Tremolo. Genau, und entsprechend mit HSS, das dachte ich, passt auch fantastisch heute zum Amp. Ne? Für so ein bisschen 80er Action. Kleinigkeit, was man vielleicht mal hervorheben kann noch bei den Gitarren, ist hier der Zugang für den Truss Rod direkt unten am Hals. Das erleichtert das Leben so im Alltag doch ganz ordentlich. Ne? Sprich, ihr müsst jetzt nicht extra einen Hals abschrauben oder so, um die Krümmung zu justieren. Bla, kennt man auch schon. Ne? Ist jetzt auch nicht wahnsinnig neu. So, die haben wir einmal. Dann haben wir noch eine 59er Les Paul aus dem Custom Shop. Iced Tea. Auch sehr lecker. Wie so ein paar Les Paul Sounds eben. Ne? Könnt ihr euch auch alles näher in der Guitar Gallery anschauen oder bei uns im Shop, wenn ihr mögt. Dann gibt es auch noch ein paar Detailfotos und auch ein paar mehr Infos. Gut, passend zum Amp habe ich mal eine Brown Eye 212er mit Vintage 30 vom Lager geholt. Wir haben von den Mikrofonen her einmal einen Heil Sound PA30, wir haben Shure SM57 und zwei WA84 von Warm Audio für ein bisschen Raum. That's it. Last but not least, fast vergessen, eine RC1 von Boss, eine Loopstation, dass ich gleich ein bisschen euch die Riffs einspielen und danach freihändig hier am Amp rumschrauben kann. Gut, ich würde sagen, ich kredenze euch erstmal ein paar Soundbeispiele und dann gibt es hinterher das Interview mit Dave und ja, da wird dann noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und die ein oder andere Info verraten, die ich euch jetzt hier noch nicht mitgeteilt habe. Also bleibt dran. We'll be right back.
Dazu. Also ich finde, das klingt ganz fantastisch. Also gerade, ich will jetzt mal nicht näher drauf eingehen, aber wenn man so Konkurrenzprodukte so im Ohr hat, also sag mal so geartete Transistor-Amps, grob preislich für die Kante, dann habe ich persönlich solche Sounds noch nicht gehört. Ne? Also klar, wenn wir jetzt mal ein bisschen kritisch auf den Sound gucken, im Vergleich zum Original oder zu den eigentlichen Friedman-Amps, logisch, ist jetzt nicht ganz so differenziert einerseits, ne? Was jetzt auch einfach dem Grad der Verzerrung zum einen geschuldet ist, aber für das, was es ist, klappt es sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und klar, es rauscht halt ein bisschen, ne? Aber auch hier, wenn man so viel Verzerrung in dem Preisrahmen mit der Bauart erzeugen will, dann geht das halt auch einfach nur irgendwie kompromissmäßig, ne? Nichtsdestotrotz, finde ich, hat der Amp eine super tolle Ansprache, also der ist schön flott. Ich mach's mal doch eben kurz ein bisschen runter. Der ist schön flott. Hat auch also diesen, ja, dieses Friedman-Trademark-mäßige Spielgefühl. Ne? Also schwierig teilweise in Worte zu fassen, aber eben ja, nicht spongy. Es fühlt sich richtig
angenehm an für so doch recht, ja, 80er Hot-Rodded-mäßige Sounds. Weil wenn wir jetzt so traditionelle Plexis nehmen oder 800er, die sind dann auch so schnell, aber ein bisschen härter, ein bisschen steifer vielleicht auch. Und da kommt so ein bisschen diese Friedman-Politur ins Spiel. Ne? Das ist ein bisschen mehr polished, finde ich. Und das ist ja wohl echt Granate. Ja. Als auch jetzt hier zum Beispiel, was die Bässe anbelangt. Ich hatte es ja jetzt zum Ende einmal komplett reingedreht, was den Bass angeht. Und da hat man dann auch, finde ich, also um zu verdeutlichen, wie der Tide-Regler so funktioniert und greift, doch gehört, dass das teilweise sogar brauchbar wäre. Ja? Also damit hatte ich nicht gerechnet. Aber je nach Geschmacksfrage kriegt man die Sounds so auch ein bisschen fetter. Gerade wenn man auch zu Hause spielt, so Bedroom-Player etc. Ist das eine ganz coole Nummer. Wobei, ich habe jetzt gestern nochmal bei Red reingehört und die hatten ja damals, also gut, mag auch der Zeit geschuldet sein, aber wirklich super dünne Gitarren-Sounds. Da würde ich jetzt, ja gut, wenn man es original halten möchte, nicht so viel besser reindrehen. Gut, ja, das war doch schon mal sehr erhellend, würde ich sagen. Ich spiele mal noch was hier mit dem Single-Coil. Thank you.
Jo, und das hat auch, finde ich, schon mal sehr gut funktioniert. Das sind alles, finde ich, ziemlich artikulierte, coole Sounds. So dieses mumpfig-cremige, da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Das geht nur bis zu gewissen Grenzen. Aber auch hier finde ich sehr cool, wie hier das Gain an sich, als dann auch im Zusammenhang mit dem Cut und dem Tight interagiert. Also da sind, denke ich, viele Feinabstimmungen in den Sounds möglich, als dass ihr jetzt nicht nur einen Einkanaler kauft oder so. Ne? Also klar haben wir einen Kanal als Basis, aber dann doch so die paar Stellschrauben links und rechts, um das alles nochmal fein zu justieren. So, ne, wie gesagt, nach Geschmack, nach Gitarre. Das ist schon mal ziemlich cool. Und auch, dass der halt so low-gainy funktioniert. Ne? Ups, dann gleich mehr ein Drop D. Genau, also so wie die Dynamik jetzt, wenn ich am Volume Poti runterregel, ist in Grenzen auf jeden Fall da, wie man es eigentlich kennt. Und die Spieldynamik also ist ja eigentlich auch vorhanden. Ne? Jetzt, klar, alles nicht in dem Ausmaß wie beim echten Amp. Aber so, dass der Amp auf jeden Fall auf das reagiert, was ihr so vorne reinfüttert. Ein Punkt, auf den ich nochmal eingehen wollte, ist das Sustain für sich, weil das ist wirklich remarkable. Selbst bei gar nicht so hoher Lautstärke haben wir doch dieses angenehme Kompressionsverhalten, das ja, so wie Akkorde als auch Single Notes stehen, bis der Arzt kommt. Dann können wir mal reinhören. Niedriger, sag ich mal, Verzerrung schon. Jesus. Genau, und das Dynamikverhalten ist natürlich auch sehr exzellent für so eine kleine Büchse. Okay, weiter geht's.
lassen wir mal so für sich stehen. We'll be right back.
So viel dazu. Also ein weiteres Fazit sollte bleiben, mehr Gain als jeder Mensch braucht wahrscheinlich. Ne? Also ihr habt ja jetzt auch gemerkt, ich bin jetzt eigentlich zu keiner Zeit, da fängt auch der Wasserfall an, über 12 Uhr gegangen, weil keine Ahnung, in was für einem Kontext man so viel Verzerrung brauchen könnte. Nichtsdestotrotz, sie ist da. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal so mit den Sounds, die ich euch hier heute so gezeigt habe vom Amp. Weiter geht's entsprechend mit dem kleinen Interview mit Mr. Dave Friedman. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao. Good morning, Mr. Friedman. Good morning. Nice to have you here on our little YouTube channel right now in honor of the new BE Mini I have just here. Your new little giant. Look at that little thing. it's so cute, cuddly. Exactly. Yeah, and really lightweight, right? Yeah, yes. Yeah. How much does it weigh? That's a good question. I have no idea. Because I think around like maybe 1 kilogram max. Yeah, maybe. Yeah, it's super light. Yeah, there's not. It is. You know, it's a solid state amp, so there's no transformers or anything. So the chassis weighs more than, and the box weighs more than anything. Yeah, but it sounds huge. Yeah. I only gave it a quick listen today. We will shoot our demo video tomorrow. So then I'll go in deep with this little guy, but it sounds huge. It's a little small fire breather amplifier, you know? Yeah. The idea, but you know, behind that amplifier was I just wanted to have, a cute little tiny, you know, version of the amp that, you know, someone could have in their office or someone could use as a practice amp or, you know, or young kids could kind of get that sound, you know, where they couldn't, you know, normally afford one of my amps. But it became quite a useful tool. It could be used for a variety of things. Yeah, I mean, you have started answering my first question before me even telling you about it. So I wanted to ask about what led to the design of the BE Mini and what gave you the initial spark. But you kind of tackled that question already. Well, right? Well, I can tell you sort of. I think one time I plugged in one of our BE OD pedals into a small little pedal board power amp. And I'm like, wow, that sounds pretty cool. Yeah, that sounds great. That'd be cool to make a little amp. Mm-hmm. You know, a little tiny amp. And I think the idea originally was just, you know, it's just a practice amp, really. It was just a small amp that, you know, people could, you know, collect or buy. Sometimes they'll have the Friedman amps anyway, but they just want the little tiny one. You know, it's not that expensive. But one thing that was very important is I wanted it to look like the amp. Mm-hmm. And it does. So I wanted it, unlike a lot of those little amps that are plastic or some sort of little sheet metal box or something, I wanted the wood Tolexed head shell. Mm-hmm. Just like an amplifier, which generally doesn't really exist in those little tiny amps. Yeah. So, you know, because of that, it's maybe a little bit more money than some of those little tiny amps, but that was important because that was the cool factor. Mm-hmm. Yeah. Yeah, really. Next to the weight, it really feels it feels sturdy and. Everything like it's built really, it's a good build quality, right? Mm-hmm. So it doesn't feel cheap at all. So, yeah, it even smells like your original amps. Lovely, yeah, really, really cool.
And were there any challenges in the designing or building process? I had found a Class D power amp that I sort of liked. And we went with that power amp. And then just tweaking the circuit to kind of made up with that power amp the best I could. You know, there's limitations. It's not going to be the tube amp. Obviously. You know, but the tube amp is, 100 times more in cost, maybe not 100, but a lot more. 10. And so, you also had to keep in mind, how good can I get it? But how good, how far do you have to go? I had to keep that in mind. I'm like, at some point, you're always trying to make it perfect. But at some point, you have to go, that's good. I'm not sure it's going to get more perfect. Yeah. Really, that led again to my next question, because I wanted to ask how you achieved to get that, such a ballsy tone in such a small footprint, especially if you compare to other products or amps from different brands. There are some solid state amp thingies, not like those not only heads but also like what I'm talking about, those pedal enclosure amps, which often sound like even some recent amps, I won't tell names, but so I was really astonished, Yeah, I mean, I did the best I could with it. It's not supposed to be a clean amp, that's for sure. Mm-hmm. It's a high gain Friedman sound, and that was its only goal, really. People have asked, well, are you any plans in the future to do a cleaner version or a clean channel or something? I go, anything's possible. We'll see how it goes. Yeah. But for now, you're going to get the little fire breather. Yeah. But may I ask, what did you differently? It wasn't about that. It was taking our pedal circuits, mm-hmm, that we already had and established. And applying them to the Class D power amp. So it automatically just sounds really good because the pedal circuits sound very good. So it's more like you more or less just added a power station, like the back end. Yeah. Mm-hmm. Okay. Exactly. Oh, cool. Exactly. And kind of tweak the circuit a little bit to work well with that back end. Because it isn't exactly one of my pedals. It's a little tweaked. I thought so. That would be too easy. Yeah. Especially for like an amplifier genius like you. I mean, come on. That would be too easy. Yeah. And is there like anything special you like most about the amp? Like some little feature or... Well, you could do a lot of things with this amp if you want. This could be a practice amp. This could be for a young guitar player. It could be for your office. It could be, you could use it as a backup. Mm-hmm. If you have an amplifier go down, it's very easy to carry and it would get you by. You could get through the gig. It also can be used for other things, though. You can just use the power section of it. You could use it, say, as a, say, if you were doing, you wanted a little wet dry rig, you could use the effects loop return of this little amp, mm-hmm, and get like a wet cabinet going. You could use a variety of things. You could take the send effects loop send the front end and put it into a clean amp, and it would act like the pedal basically. Yeah, that was to be honest another question. I see we're on a thing here. Is it possible to use the amp without a load? Yes, you don't need any load with okay, the, so you the could like record direct or go, mm-hmm, into an IR loader or something like that.
Yeah, there's some videos out that I've posted where people are using it. One in particular, I remember the guy used it into an aux, and sort of funny, if maybe $300 amp into a very expensive piece of gear, but he got great sounds out of it. Yeah, you can take the effects loop send and feed it into, like, if you have, let's say you have no load type interface, you could just take the effects loop send it straight into an interface and then put an IR in the computer on it. I think one of our videos that Michael Nielsen did, the first part of it is that. The song at the very beginning of the song is just an IR with the effects loop send. Yeah, because I suppose it sounds just great. I mean, if you kind of in this ballpark from the from the BOD thing, kind of. So what can go wrong? I think. I guarantee you, I will take one home, plug it into the power amp of my small box, and see what we can achieve there. Yeah, sure. Yeah. Should you don't have to worry about it. You can take the effects loop send into the power amp of your small box, and it will work fine. Yeah, cool. Yeah. Okay, so maybe people are wondering, here it's after hours. It's quite late. For you, it's quite early. So yes, thanks again. 10 a.m. here. Time. Yeah, but I really need some after work beer today. So cheers. Thanks, man. I wish I could join you in person, though. we talked about this before the interview. Hopefully next year on our big music fair, the House Messe, we'll meet again. Possibly I'd at the Greek. I had fun. Have some Uzos. Maybe you bring Sammy again. Oof. Yeah, we'll talk about that later on. Right? Okay, so back to the BE Mini. One question, especially from me. I mean, of course, you have like the Pink Techo and the Mini Shirley already, you know, those smaller tube versions of your big heads. But why no tube BE Mini? Well, I mean, it's harder. It's much harder to do that at a price point. Okay. And I didn't want to just throw in one tube to say it's tube. Yeah. It's really hard to get any cheaper than what we have going in tube, you know, unless we're making the amps in China or something. But still, no, tubes would be too costly. Couldn't get it at the price point we wanted to. Okay, so it would be like more difficult compared to an Shirley Mini to get this realized. Price-wise, yeah, you couldn't do price-wise. That what I wanted to do. No. And you know, frankly, it's supposed to be a small little. I want to say toy, but it's not a toy. It's useful. Yeah. It is also a little toy. Also at the same time, you know. I thought about like calling it a joke, like, or with one winking eye or something. But it's, I mean. I think you really put it out with one winking eye, but on the other hand, it's like you shouldn't underestimate it. Yeah. No, it does a really good job. Yeah. Yeah. Okay. Cool. So maybe already the last question for today. Will there be like a fitting cabinet, like a more low budget 1x12 or something? Here's the problem. We did explore that, maybe a small, even 1x10 cabinet for it. The problem is it's hard to find a very good sounding speaker that is low cost. So if you want to use a Celestion, it comes with a price tag. And we tried. But it just didn't sound that great, and I didn't want to put out something inferior sounding. Unfortunately, that's the case. You know, I just didn't. It sounds much better into a real, like, say, Celestion speaker. Yeah, and I really really like this about all your amps, about your whole mentality and your whole. I mean, it's about your legacy, right? And you have how do you say this? The qualities overall, and I think when it really doesn't
fit or you're not satisfied with the end results, you won't put it out, right? Correct. And correct. Then that's with everything you do, right? With the amps, effects, the guitars, and I think that's what. That's the philosophy. That is the philosophy. It's like it has to sound good. It has to be good. I mean, there's parameters of that within a price range and within that's hard to it just can't be crap. I just don't want to put out crap ever. Yeah. Just, otherwise I think people would get trust issues. Yeah. Because when you see something and there's a Friedman logo on it, you can really trust into like that it sounds good and it delivers and it's sturdy and But for the people that might buy this, I mean, again, keep in mind, it's not a replacement for your Friedman tube amp. It's just an accessory, so to speak, your young student or just for fun. I mean, people, I see people that have four or five of my amps, and then of course they still buy this. Mm-hmm. And they make funny jokes when it sits on top of the bigger amps. Yeah, right. And is there a possibility of a BE Mini combo, maybe? Or is it like the same thing with the speakers? We will see. I mean, there is a possibility. There's other... there will be other things down the road. Mm-hmm. Okay. Coming. So that sounds adventurous. Well, yeah, I don't know. This is, it's an interesting time because it's hard to actually get products to market right at the moment with all of what's going on in the last year. It's exceedingly more expensive, mm-hmm. and much harder with supply chains and different things. It's actually getting very hard to get certain things, and prices of metal, prices of speakers, prices of everything are going up. Yeah, so I thought about asking you a question about like this pandemic year, like more about your the business overall, mm-hmm. maybe I mean now I really have answers from you to all the questions I've written down here. So yeah. Maybe we can, sure. So to close the talk, maybe talk about things like this for a second. Yeah, I mean, it's been interesting. At first when this all happened, at first the factory closed, mm-hmm. everything was shut, and we were just like, what do we do now? Oh, boy. But once that we got past that part, business almost tripled. Mm-hmm. So now what you have is you have business that's almost triple the volume from before, mm-hmm. but you have supply chain problems, more expensive components. Mm-hmm. I mean, considerably more expensive, not just a little. I mean, I know because Boutique Amps Distribution does the manufacturing, they manufacture our pedals and our amplifiers and several other companies. But I've seen even with other companies, a little chip for a pedal, a digital chip that used to cost $3, mm-hmm. had a price increase to $14. Jeez. And that's not a little price increase. That's really huge. And, the same goes with everything. I mean, metal's an issue. Speakers are going to go up, all sorts of things, Okay. Yeah. So unfortunately, we're going to see a lot of companies probably having price increases on products and also long lead times on getting products. I'm sure the stores see that these days. Does it take forever to get the product in? Yeah, probably. Yeah. But there is business. Yeah, I mean, we get this too, First, I mean, people are struggling. The whole economy was going downwards. Mm-hmm. I mean, in Germany and probably all over the world. But
sometime afterwards, I mean, especially people who don't have so much issue with money, I think. Yeah. They were like, okay, I can't go on vacation. Maybe I get a new guitar or I get a new amp or, you know, and et cetera, et cetera. So yeah, of course we kept coming and people kept buying and still are. Yeah. Still, it's alive. It's doing really well. Yeah. Cool. So, on the other hand, after like realizing everything about this whole situation in the beginning and like getting kind of cool with it, did it give some free space in your head for and time for designing new stuff and maybe the mini BE come to life through this time, or would it come anyway? Well, the mini BE was in development for quite a while, so before the pandemic. So it would have come out anyway. As far as other new products, there'll be some really cool stuff coming. My main problem is I have more products that I want to do than I have the capability of manufacturing at the moment. Okay. So okay. It's just that we're so backordered on product that, you know, it's like if we it's hard to release another new product when they haven't even gotten their old product that they're waiting for, you know. So it's but we're talking about, we're working on that. We're working hard. We're talking about new Friedman products. Yeah, there'll be a bunch of new stuff. And because I know you work with Synergy also, and you know, different stuff, right? So yeah, I do. I mean, I'm not necessarily designing things, but I do work with listening to things and things like that. There'll be new Synergy products too, probably Friedman on them too. So great to hear. There's stuff coming. Okay, great. It might take a while. I mean, if we have more than anything from something, it's time right now. Yeah. Right? So I think people can wait. You know, there might also be more mini amps from other brands coming too. Really? Maybe. Maybe. So, you know, you will see. But you can't tell more specific things about this yet. I can't tell more specifics, but there will be other amps. Okay. So you can collect them. Okay. Collectibles, right. Yeah, collectibles. Yeah. Okay, so maybe you have anything left to say, you want to say, or like another little story you want to tell the people about the mini BE or like in general? I think I covered most of it. I off the top of my head, I'm sorry. I wish I could come up with something better. No. You know, it's a great little amplifier that you can do a variety of things with, like I said, and don't underestimate what it can do. It is quite good. It won't be your tube amp, but it is quite useful little tool. Okay, so let's keep it like that, right? Yeah. Yeah. So again, Mr. Dave Friedman, thanks for taking the time to talk to us. Oh, no problem. Pleasure. It was a real pleasure. And I hope that probably next year we'll meet again in person. Another. I'm ready. Yeah. Okay. So I wish you the best. Thank you. Till the next time. Stay safe. All right. We'll see you later. Bye-bye. Bye.